Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid herzlich willkommen jetzt zur Friends-Woche und liebste Folge mit Oliver zu meiner Rechten. Hallo. Und Pascal zu meiner Linken. Hallöchen. 7 Videos sind diese Woche jetzt mit den beiden hier geplant. Und heute geht es erstmal ganz chillig los, indem wir auf dieses Jahr zurückschauen. Was war für euch das Schönste? Was war für euch das Schrecklichste? Pascal. Auch private Sachen, ja, ne? Man muss ja nicht zu sehr ins Detail gehen, sag ich mal, aber so an sich, vielleicht sonst auch Gaming natürlich mäßig. Ja, also ich mach mal eben so, also das Schönste war natürlich die Geburt meines Sohnes, ganz klar. Das Schrecklichste, leider die Trennung von meiner Ex, muss man so sagen. Gaming bezogen, Fallout 76 kam raus, ein ziemlich geiles Game. Mhm. The Forest kam endlich für die PS4 raus und Xbox. Das stimmt. Das ist auch ein super Game. Und ihr hört schon, ich bin leider leicht erkältet. Auch ein Minuspunkt für dieses Jahr. Ja, ach, dieses Jahr. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, dieses Jahr war für mich eher schlecht als gut. Da möchte ich jetzt aber nicht zu weit ins Detail gehen. Das, ja. Ja. Also ich sag mal so, es war eher schlecht als gut und das muss dann jetzt reichen. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir wie immer ereignisreich, ne? Also, ja, weil das Schönste ist, fangen wir immer beim Guten an, ne? Das Schönste finde ich ist schwer zu sagen, ne? Weil es gibt viele gute Dinge. Aber womit es natürlich anfing, das glaube ich war auch Anfang des Jahres so, dass wir wieder, ne? Miteinander Kontakt aufgenommen haben, nach längerer Funkstille. Ja, das stimmt. Nach, man kann sogar schon sagen, vor fast einem Jahr war das dann schon so. Zwei Jahre, oder? Nee, ich meine vor einem Jahr, da ging es erst dann wieder los. Ja, genau, also von jetzt aus gesehen. Genau, also Januar diesen Jahres war, ne? Ja, das war eigentlich eine ganz coole Sache, ne? Ja, das stimmt. Spontan mehr oder weniger auch zufällig getroffen und ja. Ja. Dann ja, waren wir natürlich immer beide beschäftigt, viel zu tun, ne? Aber ansonsten haben wir uns dann immer öfter getroffen und was natürlich auch zu den schönsten Dingen dazu zählt, der Gamescom-Ausflug. Ne? Ja. Beziehungsweise nicht nur Gamescom, sondern wir haben ja auch Köln so ein bisschen erkundet, auch dieses Escape-Spiel zusammengespielt. Oh ja. Und wir in einem Raum eingesperrt waren, es war alles ägyptisch angehaucht und dann mussten wir da rauskommen. Ja, das war wirklich cool. Und ja, dann ist der ganze Köln-Ausflug geil. Genau, ne? Also nächstes weiß Jahr. Du, sowas in Bremen gibt's. Ja, gibt's. In Bremen gibt es ja einige, ja. Sogar mehrere, zwei oder drei, ja. Wie gesagt. Okay, da müssen wir mal hin. Da müssen wir mal hin. Ja, vor allem so teuer ist es nicht dafür, dass man halt so ein ganz cooles Erlebnis hat und das dann zu dritt gemacht oder zu zweit gemacht wird. Ne? Mhm. Ja, also Köln-Ausflug war geil, Gamescom, ne? Ein bisschen helles gespielt, ein bisschen neue Spiele angezockt. Ja. Ja, und sonst noch bei mir persönlich privat, was war das? haben wir eine Parzelle gekauft, die ein bisschen mehr Probleme als Frieden bereitet momentan, aber es ist, ist trotzdem okay. Beruflich ging es noch viel, viel weiter bergauf und da habe ich auch nächstes Jahr die Hoffnung, dass es so weiter anhält, sportlich auch. Also insgesamt hier immer so ein Jahr von Erfolgen. Gab auch viele Tiefs, ein bisschen Negatives, ne? Aber jetzt nichts, was allzu nennenswert wäre, denke ich, in der großen Zusammenfassung. Also insgesamt schon ganz positiv das Ganze, ja. Naja. Was war denn nicht so gut? Also, ja, wie gesagt, da fällt mir kaum was ein, das hatte ich ja gesagt. Ne? Also was war nicht so gut? Ich könnte jetzt natürlich versuchen zu überlegen. Oder gibt es etwas, womit du nicht zufrieden bist, um es eher so auszudrücken? Ja, nicht zufrieden. Ne? Also, ich meine, es könnte ja immer besser sein, ne? Aber ich habe mir mittlerweile so angewöhnt, ein bisschen geduldiger zu sein und zu sagen, alles läuft Schritt für Schritt und es läuft Schritt für Schritt bergauf. Also sowohl sportlich als auch sonst so. Ne? Was mich, was fuckt mich ab? Keine Ahnung, Leute. Das ist so halt. Muss man da irgendwas Negativem. Ja, muss man. Also vom Fazit von. Muss man da irgendwas Negativem so. Ja, also vielleicht abfangen sind so die ganzen Dates im März, die mich 500 Euro gekostet haben, aber nichts gebracht haben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also so, naja. Das ist vielleicht so das Einzige, aber ich meine, im Endeffekt hatte ich auch da meinen Spaß, ne? Mhm. Viele nette mir das kennengelernt. Und, aber das Jahr ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das Spektakulärste kommt noch. Bin nächste Woche in Berlin. Also ab Dienstag jetzt. Ja, für euch ist es jetzt schon lange vorbei. Ja, fast. Also, da bin ich noch in Berlin, wenn das letzte Video kommt. Ja, das ist die Weise, ne?
Ja, es wird auch mega cool, straffes Programm, ne? Also was noch schön war, vielleicht Hamburg-Ausflug vor, nee, also das, vor anderthalb Wochen oder so. Ne? Ja, zwei. Zwei, ne? Das stimmt, zwei Wochen, zack. Ja, waren wir auf dem Musical Ghost Nachricht von Sam. Echt genial, kann ich nur weiterempfehlen. Ich meine, wir bekommen ja kein Geld dafür, dass wir werben, also ist keine Werbung. Kann ich nur wärmstens vom Herzen weiterempfehlen. Daniel, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das Hotel war, ja, nur so ein 4-Sterne-Hotel, aber es war jetzt halt, das war, ja genau, das Schlimmste war das Hotel, genau. Die größte Tasche in dem Jahr. Es ist halt so ein 4-Sterne-Hotel und die Hoffnung ist halt so, yo. Geil, und auf den Bildern sah es auch so aus, dass wir halt normal Betten haben, ne? Und Tisch und dass man sich da wo hinsetzen kann, dass man so einen Bewegungsfreiraum hat. Am Ende war es halt ein Doppelbett. Gut, ja. Wir haben eine Grenze gezogen, sodass das da nichts lief. Ist ja auch, ne? Kein kleines ja, also, von daher, das war so ein bisschen enttäuschend, dieses kleine Zimmer. Ja. Dafür war es halt sauber, das Bad auch, ne? Reißig gesehen war es eigentlich in Ordnung. Ja, aber für die Größe, aber für die Größe nicht. Sauna konnte ich leider nicht in Daniel, du warst es. Ja, aber das war klein, da war nichts richtig zum Umziehen. Ja. Man ging rein und da war gleich die Saunabank. Ja, geil. Also, aber sonst, ich gebe dem Hotel trotzdem Plus. Ich dachte so die ganze Zeit, ich schreibe eine negative Bewertung bei Google rein. Nicht, weil ich es geil finde, negativ zu schreiben, sondern weil ich einfach gehört hätte. Aber ich muss sagen, dafür waren die Angestellten zu sympathisch, also ja, die beiden Damen, die da waren, auch die eine Nachtmanagerin war ganz cool drauf, dann war eine Frau, die sich zur Bar dazu gesetzt hat, Kamin lief, alles war nette Atmosphäre, ja. Frühstück war gut, wie du sagst, große Auswahl. Von auch daher, der Hotelbar war sogar auch. Aber so das Zimmer war enttäuschend, ja, das war der Minuspunkt, ja. Mehr. Ja, ganz klar. Naja, aber sonst, ja, Hamburg-Ausflug insgesamt positiv und was gibt's da zu sagen, ne? Gutes Jahr insgesamt, ne? Ja, bei mir vor allem aber auch gut, ich habe endlich die 200 Abonnenten erreicht. Ja. Hat jetzt ein Jahr gedauert. Also letztes Jahr habe ich die 100 erreicht und nun die 200. Also das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Meilenstein. Da geht natürlich Jahren nur, hast du 1000. Wenn es so weitergeht schon, aber das ist es so. Nee, aber insgesamt, Hamburg war toll, Gamescom sowieso, haben wir auch in einer Minecraft Lost Session ja mal drüber gesprochen. Insgesamt persönlich, sage ich mal, lief das ja jetzt vielleicht eher nicht so gut. Aber da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, außer vielleicht in einer Sache. Das fing im Mai bei mir an und ich muss jetzt, man kann sagen, jeden Monat jetzt seit so Juni, Juli, jetzt schon diesen Jahres, immer zum HNO-Arzt. Weil ich sehr schlecht hören kann und meine Ohren dann gesäubert werden müssen. Ja, also das ist echt schlimm bei mir, also keine Ahnung, warum das auf einmal so kam oder auf einmal denke ich so, ich höre kaum noch was und das hört sich sehr, sehr schnell und viel Ohrenschmalz dann eben an. Klingt jetzt nicht lecker, selbstverständlich, aber ist leider so. Ja, persönlich natürlich, aber da will ich jetzt nicht zu sehr halt eben ins Detail gehen. Aber ansonsten halt eben schon, wie Oliver gesagt hat, Gamescom, Ghost, also schon allein die Ausflüge waren eben sehr lohnenswert. Und mit Pascal... Die Ausflüge sind es immer, das Leben lebenswert machen. Ja, mit Pascal natürlich auch echt tolle Momente dieses Jahr gehabt. Zum einen natürlich auch sein Geburtstag gefeiert haben. Oliver feiert ja nicht so gern seinen Geburtstag, deswegen braucht man da nichts zu sagen. Ich auch nicht, weiß wir, aber wir haben es trotzdem gemacht. Genau. Ich habe ihn dieses Jahr sogar fast vergessen, meinen Geburtstag. Ja. Das Witzige ist ja auch, zu meinem Geburtstag, wir haben einfach komplett die Zeit vergessen. Und dementsprechend war das dann so, ich nehme den letzten Zug hier. Das war echt bitter. Genau, ich nehme den ersten Zug, nehme ich hier noch weg. Ja. Das war auch der letzte und ihr wisst ja, wir wohnen alle in Bremen, denke ich. Okay, gut. Bremer Hauptbahnhof nach Huchting, sage ich so ganz ehrlich, ich wohne in Huchting. Wo genau, werde ich natürlich jetzt nicht sagen. Nein, natürlich nicht. Aber ich wohne in Huchting, das ist schon eine Strecke. Ja. Und die letzte Bahn ist schon vor einer halben Stunde gefahren. Und er musste den ganzen Weg zu Fuß laufen. Ja. Aber wir haben in der Zeit auch geschrieben und er hat auch noch mit jemand anderem geschrieben, aus irgendeiner Gruppe, glaube ich. Ja, genau. Nee, das Schöne war dann, ich hab ja nachgeguckt, wie viele Kilometer das waren. Das waren 13,8 Kilometer. Und die bin ich ganz gemütlich. Das wusste ich gar nicht, dass so viel war. Ja. Die bin ich ganz gemütlich in, ich
glaube, 3,5 Stunden bin ich die nach Hause gelaufen. Zwischendurch eine Pause mit einer Minute gemacht. Boah. Mal kurz ein bisschen verschnaufen, ja, weil es da bergauf ging. Ja. ja, aber in 3,5 Stunden war ich dann auch ganz gemütlich zu Hause. Und ja. Und was ich noch vergessen habe, beruflich ging es bei mir natürlich auch weiter. Klar, ihr wisst ja, Ausbildung, kühne Nagel, so pipapo. Nee, ich habe halt meinen Staplerschein dieses Jahr auch gemacht, relativ nah am Anfang sogar. Schnellläufer darf ich seit Juli, Anfang Juli fahren und jetzt seit wie vielen Wochen, also wenn das Video jetzt rauskommt, ja, noch ein bisschen weiter. Ja, also wenn das Video rauskommt, bestimmt schon 8-9 Wochen, aber jetzt gerade so 6 Wochen oder so darf ich jetzt auch Frontstapler fahren. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja. Das fiel mir dann gerade noch so. Und natürlich auch noch ein Highlight, wir drei waren so gesehen nachträglich zu meinem Geburtstag bei The Equalizer 2. Ah, ja, das war auch ein richtig guter Film, das war echt nice. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Kinofilme auf jeden Fall gesehen. Ja, Halloween. Halloween. Das war auch ganz cool. Hereditary haben wir gesehen. Ja, Gott, ey. Ach, die so lang gezogen. Dann noch Opfernacht. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben jeden Monat ab August, also jeden Monat. Ne? Nee, ab Juli. Nur einen Monat haben wir ausfallen lassen, das weiß ich noch. Ich glaube den Oktober. Ja, so gesehen den Oktober, ja. Und Dezember wollten wir noch einmal, habt ihr gesagt. Ne? Ja, genau. Aber dann schauen wir dann noch, wohin. Nee, Quatsch, wir haben den November jetzt ausfallen lassen, das ist es. Das stimmt, den November. Wir haben in der letzten Oktobernacht haben wir halt Halloween. Ja, genau, stimmt. Und Dezember war es bei mir schwer, aber du hast gesagt, du möchtest unbedingt, dann werden wir es irgendwie regeln. Ne? Genau, das kriegen wir schon. Ja. Irgendwie was Gutes soll ja laufen, ne? Ja. Genug Dinge zu Operation Overlord. Genau. Overlord. Aber ich würde sagen... Was ist das mit Josh Brolin, Operation Overlord? Weiß ich gerade gar nicht. Wenn ja, dann ist es... Nee, ist nicht... Sicario war das mit Josh Brolin. Ah, ja, aber egal. Aber ich hoffe natürlich, euch hat hier erstmal dieses kleine Video gefallen. Wie gesagt, 6 weitere werden folgen, die wir jetzt auch noch aufnehmen werden. 6, Leute. Und beim nächsten Video wissen die beiden gar nicht, was auf sie zukommt. Nee. Da habe ich gesagt, da sollen die sich überraschen lassen. Deswegen freut euch auf morgen. Gebt dem Video hier unbedingt einen Daumen nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke daneben aktivieren. Und mir bleibt nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao.